Es wird diskutiert in Karlsruhe, emotional. Vor, über und in einem Traditionscafé. Im ehrwürdigsten Haus, im ehrwürdigsten Café, das wir in der Stadt noch haben, passiert sowas. Es ist für mich absolut unnötig. Und ich bin jetzt heute hier, um ganz klar ein Zeichen zu setzen. Stillen in der Öffentlichkeit, die Ernährung der Kinder in der Öffentlichkeit, egal wie sie ist, hat einfach akzeptiert zu sein. Es geht jeder mit so einer Situation anders um, weil wir werden auch persönlich angegriffen. Zwei Mütter hatten hier vor einigen Tagen ihre Kinder gestillt. Beim Verlassen des altehrwürdigen Cafés fühlten sie sich unerwünscht. Der Fall verselbstständigte sich über soziale Medien. Und nun kann der Besitzer kaum fassen, wie er zwischen die Fronten seines Stammpublikums und der stillenden Mütter geraten ist. Die dürfen bei mir selbstverständlich auch stillen, wenn das Kind Durst hat. Bloß, wie gesagt, wenn ein Gast am Nebentisch nicht das sehen möchte oder beziehungsweise weiß nicht vor Scham, wo er hingucken soll, dann habe ich den Interessenkonflikt. Und wenn mir die anderen Gäste davonlaufen, dann müsste man doch einen Weg finden können, wo die vielleicht etwas dezenter stillt. Wir haben die Leute nicht rausgeschmissen. Und doch sammeln sich vor Michael Brenners Fensterscheiben an diesem Montag Eltern bei 6 Grad und Nieselregen, um für Stillen in der Öffentlichkeit zu demonstrieren. Von hier fand ich den Satz, so ein Klientel ist unerwünscht, einfach, es klingt, als wären stillende Mütter asoziale. Ich denke, dass jeder das Recht hat zu essen, wo er will. Also das gehört mein Sohn genauso dazu. Weil Stillen ist nichts Schlimmes, es ist nichts, die Damen haben sich nicht am Tisch entblößt. Hebamme Anja Lienertz hat Verständnis für die Schamgefühle einiger Gäste. Sie sieht hinter dem Vorfall ein gesellschaftliches Problem. Und dann wagt man sich raus in die Öffentlichkeit und dann erhascht man oft wirklich böse Blicke. Man muss sich blöden Kommentaren stellen. Das muss ja alles einfach nicht sein. Wir sollten eine Gesellschaft sein, die einfach Stillen und Kinder und Mütter akzeptiert. Ich habe im Grunde gegen Stillen überhaupt nichts. Ich selbst habe gestillt. Nur ich denke, ein bisschen abdecken wäre wirklich ratsam. Ich finde das sehr übertrieben, weil ich finde das so ein Rachefeldzug. Und ich denke halt, ich habe nichts gegen stillende Mütter, aber ob das jetzt unbedingt in einem Kaffee sein muss. Michael Brenners Frau ist bei unserem Besuch den Tränen nah. Die Familie wurde seit dem Vorfall im Internet beleidigt. Verschiedene Sachen, das geht nicht, das ist eine Sauerei. Verschiedene Weise werden wir angegriffen, was ich eigentlich gar nicht verstehe. Demo-Organisatorin Lehnertz tut das leid. Sie will gar keine Konfrontation mit den Kaffeebesitzern, nur für mehr Toleranz werben. Ihre Demonstration findet sie dafür legitim. Welche Maßnahme ist angebracht? Also man will immer eine politische Reaktion der Gesellschaft und fragt sich immer, warum geht keiner auf die Straße? Jetzt gehen wir auf die Straße und zwar als stillende Mamis und jetzt ist es auch wieder falsch. Und so wird in Karlsruhe trotz gegenseitigem Verständnis noch weiter über Stillen in der Öffentlichkeit diskutiert werden.